Guten Morgen! Guten Morgen! Heute Morgen haben wir schon die, oh nein, wie hieß sie denn, Heidelerche gehört. Ein Konzert mit der Amsel hat sie gegeben, bis dann der Habicht kam. Und als der Habicht kam, waren alle anderen Vögel ruhig. Das haben wir alles vom Zelt aus gelauscht. Dann war zwischendrin noch das Ruhton hier zu hören, das rumgackerte. Und genau, jetzt sind wir auch aufgewacht, nachdem der Habicht uns geweckt hat. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Und dann geht es auf nach Manfredes. Wo gibt es eigentlich nichts? Da geht eigentlich nur durch. Außer Hunde vielleicht. Außer Hunde. Ratet mal, wo Maria wieder unterwegs ist. Es ist kurz nach neun. Sie hat schon den ersten Orangenbaum gewittert. Ob sie erfolgreich war, sieht man an ihrem Hemd. Der sieht leicht gewölbt aus. Sie knüpft es schon auf. Sind mir quasi in die Hand gefallen. Ja, so reif sind sie. Mir ist ein Teebeutel aufgegangen, deswegen ist alles fisselig. Deswegen habe ich diesen Trick angewendet, den Maria gar nicht glauben kann, dass es funktioniert. Nach diesem fantastischen Filtertrick. Nicht bewegen! Wieder zurück mit dem Kopf. Da. Sieht man es? Da. Das ist ein Tee. Ja. Okay. Maria pullert nicht, sondern sie macht genau das Gegenteil. Wenn es nicht so aussieht. Maria hat ja schon mal Mandeln probiert, da waren die aber bitter. Jetzt habe ich einfach aus Interesse nochmal eine aufgemacht. Die wäre ganz lecker. Ratet mal, wer jetzt die Taschen voller Mandeln hat. Aber wir müssen noch knacken. Maria ist noch skeptisch. Man sieht mich so eingebuckelt, weil tatsächlich die Wolken so ein bisschen rauskommen. Das sieht jetzt eigentlich nicht so aus, weil die Sonne wieder scheint. Aber wenn die Wolken da sind, dann ist es aber so kalt. Jetzt ist, ich sag mal so, jetzt ist die Sonne wieder raus, jetzt ist wieder heiß. Aber damit muss man wohl leben. Also die Schlange. Sie hat sich noch nicht bewegt. Ich weiß nicht, warum nicht? Oh Gott. Sie ist echt. Dieses Tuch, dieses Braune, das ist im Prinzip universell einsetzbar. Manchmal ist es Handtuch, manchmal ist es Kopfbedeckung. Manchmal ist es Klopapier, manchmal ist es Wasserfilter, manchmal ist es Sonnenschutz, Schnäuztuch. Das war's, aber es wird uns wieder zwischen gewaschen. Alles nacheinander. Also, und zusammen. Gewaschen. Das Klopapier war ein Schwert. Und Schnäuztuch habe ich auch noch nicht benutzt. Das stimmt nicht. Schnäuztuch? Ja. Ja, du, ich nicht. Ich habe immer Toilettenpapier. Kurz, darf ich da jetzt aufladen? Oder lädst du dich auch selbst auf? Man sieht dich überhaupt nicht. Die Sonne ist ganz strange hier. Oder lädst du dich gerade selbst auf? Dramatische Szenen hier in Portugal auf dem Via Algarviana. Es regnet in Strömen.
es ist 2 Uhr. Gut, dass wir deshalb um 11 Uhr schon Mittag gemacht haben und unsere ganzen Sachen getrocknet haben. Weil in diesem Wetterchaos hätte man definitiv nichts trocknen können. Man hätte nichts Frühstück mittagen können. Ich bin sehr, sehr froh. Das ist schon ein bisschen heftig. Schnell, bevor ich zu nass werde. Wir sitzen gerade in Funan Cihas. Sitzen. Oder saßen. Ja. Vor 5 Minuten. Am Dorfbrunnen. Und plötzlich wurde da Remi Demi gemacht. Irgendein großer weißer Lieferwagen kommt und hupt erstmal gefühlt eine Minute. Dann macht er seine Türen hinten auf und zieht so ein Gestell hinten raus. Und plötzlich tauchen aus allen Ecken des Dorfes irgendwelche Leute auf, dass plötzlich 10, 20 Leute vor diesem Supermarkt stehen, der da geparkt hat gerade. Und ich habe auch geschaut, ich hatte Bock auf Obst und Gemüse. Genau das hatten sie leider nicht. Aber sonst hatten sie alles an Käse. Ne, sie hatten eine Sorte Käse, sie hatten eine Sorte Wurst. Also bei Mercado. Hatten sie alles an getrockneten, eingepackten Sachen, was man sich vorstellen kann. Leider haben wir alles an getrockneten, gepackten Sachen, was man sich vorstellen kann, auch mit. An die Sicherheit, die wir brauchen, wir leider nicht. Aber es war sehr spektakulär. Was haben wir so bekommen? Ja, aber nicht vom Supermarkt, sondern vom Dorfbrunnen. Das stimmt. Jetzt tun Maria die Füße weh. Ach, richtig doll. Das habe ich noch nie gehabt. Die tun überall weh. Wirklich der ganze Fuß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der ganze Fuß. Einfach. Also laufen, 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 laufen. Generell sind die Leute hier in diesen Dörfern auch extrem freundlich. Alle versuchen einen irgendwie auf nette Weise anzuquatschen. War ein Opa, der hat 5 Jahre in Deutschland gearbeitet, in Hamburg, als Lackierer. Dann war da jetzt gerade auch eine Oma, die ein bisschen Deutsch, ganz bisschen Deutsch spricht. Hat sich darüber aufgeregt, dass sie alles vergessen hat, weil sie eine alte Frau ist. Aber mehr Französisch kann sie. Französisch und Spanisch kann sie gut. Aber die sind alle sehr nett in den kleinen Ortschaften. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Oh, sehe ich den Fluss da hinten? Da hinten, ich glaube, das ist der Stausee, glaube ich, ne? Nee, das kann nicht sein. Nein, man sieht es nicht. Jetzt gehen wir noch wie viele Kilometer? 5 ungefähr. 5 Kilometer nur noch und dann 50 Höhenmeter. Also Lagerlucci und dann. Es ist nicht mal 16 Uhr. Also hoffen wir, dass wir einen schönen Campspot direkt an der Autobahn finden. Naja, mal gucken. Da hinten, mittig im Bild, ist die Autobahn, vor der wir Angst hatten ein bisschen. Vor der wir ein bisschen Angst hatten, weil wir in der Nähe der Autobahn zelten müssen. Und wir queren sie ungefähr 3-mal die Autobahn. Und wir stehen ja schon seit einer Minute hier oder so. Hier. Und es kommt ungefähr irgendwie 3 Autos pro Minute lang. Das ist ein bisschen verkehrt, das ist Stau schon ein bisschen. Na, erstmal was ruhiger. Da waren irgendwie 1 Auto die Minute. Jetzt ist Stau. Aber ich glaube, ich habe keine Angst mehr davor, in der Nähe der Autobahn zu zelten. Ist okay. Action Cam. Team Action. Action Team. Hast du auf dem Helm stehen. Du hast ja keinen Helm oder an. Ja. Also hier, also Straßenverkehr ist der Hammer hier. Wurden gerade noch vom kleinen Chichihuahua aufgemopst. Aufgemopst. Aufgemischt. Man sieht auch, wenn wir 3,5 Wochen nur aufeinander hocken, was sich alles ändert. Wir können nicht mal richtig sprechen. Ja, wir grunzen uns nur an. Und jetzt suchen wir uns einen Fettplatz. Also eigentlich wollten wir jetzt ungefähr einen halben Kilometer hinter uns schlafen und nicht näher zur Autobahn, die man da hinten sieht. Aber da oben gab es nichts.
Und eigentlich wollten wir auch den Tag früher beenden, aber da es da oben nichts gab, war das wohl nichts. Mal gucken, ob wir gleich noch was finden. Ich hoffe nicht direkt unter der Autobahn. Da müssen wir rüber. Also, wir wollten eigentlich jetzt nur hier rüber, um zu gucken, ob es da einen Schlafplatz gibt. Also bis hierher noch. Da oben ist die Autobahnbrücke. Irgendwie haben wir gedacht, da führt so eine Art Brücke oder Steine rüber. Aber anscheinend gehen wir so durch. Ja. Beziehungsweise mal Latschen an. Ich hoffe, es ist kein Fehler, weil ich habe lieber nasse Schuhe als ausgerutscht zu sein. Ich weiß noch nicht, ich überlege noch. Also ich plädiere ja irgendwie für Schuhe, weil ich denke, Latschen ist ein bisschen zu unsicher. Torben möchte mal versuchen, wie es mit den Latschen ist. Ja, und Schuhe oder Latschen? Ich gehe Latschen. Also nicht nur, weil ich Lust habe, nasse Füße morgen, aber so schlimm ist es nicht. Es hat 0,1 Millimeter geregnet, ungefähr eine halbe Stunde lang. Es war also überwindbar. Maria hat es gleich geschafft, läuft in den Hafen ein. Und wir hoffen, dass wir jetzt... Hoffen wir, dass hier ein Zeltplatz ist. Die Autobahn ist tatsächlich hier unten tatsächlich noch mal ein Stückchen leiser, als gerade oben war. Und die Regenwolken ziehen wieder ein bisschen auf, aber sie hat es geschafft und jetzt gucken wir uns noch einen Platz um. So, wir konnten uns heute Morgen nicht nehmen lassen, ein bisschen auszuschlafen in diesem schönen Flusstal. Gibt's Kaffee gleich, Frühstück gab's schon und danach muss das abgebaut werden. Dann geht es erstmal irgendwo da hinten im Bergkopf. Es ist 9:45 Uhr, 9:45 Uhr also, und wir sind gestartet. Es war so schön in dem Flussbett heute Morgen, haben ein bisschen ausgemuckelt, Kaffee getrunken, noch ein bisschen Stretching gemacht und jetzt starten wir den Tag. 500 Höhenmeter, aber wir haben schon zwei Abkürzungen gefunden, aber verraten wir natürlich keinen. Man sollte meinen, dass wenn man um 9 Uhr abends schlafen geht, dass man nicht bis 7:30 Uhr morgens durchschlafen kann, aber doch, man kann. Man kann. Ein Zelt ist schön. Wir haben einen neuen Freund, der anscheinend mit uns wandert. Er ist schon seit 200 Metern dabei. Ich bin gespannt, wie weit er noch uns begleiten wird. Er motiviert uns. Sehr gespannt. Wir verlassen jetzt übrigens den GR13, den Via Giviana, und gehen auf den PR2. Ich bin nicht sicher, ob das schon der GR15 ist. Auf jeden Fall mündet er dann in den GR15, den wir dann zur Küste wieder zurückgehen. Ich glaube, das. Ah, ich weiß nicht, wie der heißt. Castro Marim, glaube ich. Wer ist denn da? Ungefähr 1 Kilometer hinter Ortsausgang. Nicht ganz, aber knapp. Ist der Hund immer noch da? Ich fürchte mich vor dem Moment, wenn wir ihn ein bisschen böse zurücktreiben müssen. Weil ich Angst habe, dass er den Weg zurück nicht findet alleine. Wenn er zu weit weg geht. Ich hoffe, er dreht gleich freiwillig um. Da jagt wohl jemand leidenschaftlich gerne. Er ist noch einmal da. So, und da ist die Wegmarkierung GR15. Ein kurzes Stück auf dem PR2. Der Hund ist jetzt weg, hoffnungsweise.
Er hat den Fehler begangen, nachdem er die Vögel gejagt hat, hinter uns auf den Weg zu kommen. Davor waren wir nur vor uns. Und wir wollten ihn nicht weiter wegtreiben vom Ort, wo er kam. Sollen wir zurück. Deswegen haben wir auf genau diese Gelegenheit gewartet. Es tat mir so leid. Deswegen musste Torben das meiste machen. Schüsse. Okay, viele Schüsse. Naja, hoffen wir mal, dass nicht getroffen werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt zurückgescheucht zum Torben. Und bisher haben wir ihn nicht wieder gesehen. Ich hoffe, es bleibt so.